Was ist denn hier los? Was macht denn der da? Das ist der Frikasur. Der macht ein Feuer auf Tortellini. Kocht. Warum für Shiva? Na, weil heute ist doch Shiva Ratri. Und heute ist der Glückreisen, über Shiva zu feiern. So dieser Prekasura, der hat von dem Narada Muni gehört, den Narada Muni getroffen. Und er hat ihn gefragt, welcher Gott am leichtesten zu bringen ist. So Narada Muni hat gesagt, von allen Göttern am leichtesten zu bringen ist Gott Shiva. Aber er wird auch am schnellsten zornig. Jetzt habe ich mir schon den halben Arm hier aufgeschnitten. Und dieser Shiva taucht einfach nicht auf. Ich glaube, ich schneide mir einfach den Kopf ab und werfe ihn in dieses Opferfeuer. Oh Bruder, mein lieber törichter Dämon, das ist doch nicht nötig, dir deinen Kopf abzusägen. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Gerne gebe ich dir jede Segnung, um die du mich bittest. Oh, oh. Oh großer Herr, oh Shiva. Du bist so barmherzig. Du erfüllst die Wünsche der armen Seelen. Ja. So wie ich eine bin. Aber ich habe eine große Bitte. Welche? Und zwar möchte ich die Segnung haben, dass jeder Person, der ich an den Kopf fasse, dass diese Person auf der Stelle tot ist. Oh. Welch unglaublich pathologischer Wunsch. Pathologisch? Es muss was Cooles sein, oder? Gerne gebe ich dir diese Segnung. Tatastu, da hast du's. Da hast du's. Hurra! Ich bin allmächtig. Ich hab die Kraft. Ich bin der Herrscher der Welt. Was mache ich als erstes? Diese Parvati. Die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und eigentlich, die passt doch eigentlich überhaupt nicht zu diesem Shiva. Die passt doch viel mehr zu mir. Shiva, mein Herr, oh Großer, lass dich umarmen. Oh, nein, Hilfe! Oh Gott, oh, wo ist mein Stier? Shiva! Shiva! Lass dich doch umarmen! Oh, Krishna, Hilfe! Shiva! Was? Ja? Warum hältst du dich denn so ab? Mach doch mal eine Pause. Du brauchst deinen Körper noch zum Genießen. Ja, wo du recht hast. Aber ich muss weiter. Ich muss diesen Shiva suchen. Ich muss dem hinterher. Ich bin weg. Ich bin nicht da. Fassen. Er hat mir eine Segnung gegeben. Jedem, den ich an den Kopf fasse, der stirbt auf der Stelle. Und er ist der Erste. Deshalb. Tschüss! Doch, halt ein.
Glaubst du, dass Shiva dir so eine Segnung geben kann? Na, überleg doch mal, hast du dir diesen Shiva schon mal angeschaut? Der hat doch noch nicht mal richtige Kleider an. Stimmt. Jemand, der dir Segnung geben könnte, der würde doch auch nicht barfuß laufen. Stimmt. Jemand, der mächtig ist, hat viel Geld. Ja, klar. Und er hat es nicht nötig, war zu Fuß zu laufen. Stimmt auch, der fährt Mercedes. Ja. Und der hat reiche Freunde, mit denen er sich umgibt. Ja, stimmt alles. Aber dieser Shiva, der hat nur Geister und Gespenster um sich. Das stimmt. Der Shiva hat dich nur reingelegt. Es war alles nur Schau. Glaubst du, dass Shiva, wenn er dir so eine Segnung geben könnte, dann wüsste er nicht, was du damit anstellen könntest? Ja, ich kann einen drauf machen. Ich würde Shiva bestrafen. Du kannst sie an deinen eigenen Kopf fassen und somit beweisen, dass Shivas Segnung gar nicht wahr ist. Und dann hättest du einen Grund, Shiva zu bestrafen. Wirklich? Soll ich das machen? Ja, da könntest du dir auch gleich deinen Schweiß von deiner Stirn wischen. Das steht dir nämlich nicht. Dann mach ich das doch mal. Oh, mein lieber Herr. Mein lieber Herr, bitte verzeih mir. Bitte verzeih mir, ich war ein bisschen dumm in diesem Dämon. So eine unaussprechliche, große, mächtige Segnung zu geben. Bitte verzeih mir. Oh, lieber Shiva, dank dieser Unklugheit dieses Dämonens hat er sich durch seine eigene dämonische Kraft umgebracht. Nun ist die Welt wieder glückselig. So wie du, Shiva, der Glück bringen will. Jay! Jay, Jay, Radha, Ramana, Haribol!